erlaube mir kurz auf die letzten 66 Jahre zurückzublicken. Und zwar in Form von markanten Milestones, nur ganz kurz. Wenn ich über die 66 Jahre ausführlich berichten möchte, dann wären wir morgen noch miteinander. 1949, wie schon mehrfach angedeutet, hat Wilhelm Büchel die Unternehmung als Einzelfirma gegründet in Wendern. 1961 hat er bereits eine Filiale gegründet in Gams. Er war dort schon visionär genug und hat das Ganze als Region festgestellt. Er hat gesagt, ich kann mich nicht nur aufs Liechtenstein beschränken, wenn ich Erfolg habe, muss ich Liechtenstein, Werdenberg als Gesamtregion, als Wirtschaftsregion betrachten und dann brauche ich zwingend eine Niederlassung in der Schweiz. Büchelbau feiert heuer das 66-jährige Bestehen. Wie schafft es denn ein Unternehmen, so lange beständig zu bleiben? Ja, durch Innovation, immer an sich selber glauben, immer für sich, neue Geschäftsfelder erschliessen und vor allem nie aufgeben. Vielleicht auch eben ein bisschen verrückt sein, jemanden die vom Weg abweichen, um wieder das Ziel neu definieren und immer vorwärts marschieren. Sie hatten es vorhin schon erwähnt, Sie feiern kein rundes Jubiläum, wie jetzt das 70-Jährige, sondern das 66-Jährige. Sie möchten anders sein. Ist das auch ein Erfolgsrezept? Ganz sicher, ich denke es. Weil mein Motto ist ganz klar, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das heisst, man muss aus dem Strom ausweichen, muss seinen eigenen Weg gehen, man muss anders sein, man muss vielleicht auch auffallen, man muss polarisieren, man muss zwischendurch vielleicht auch provozieren und dann hat man Erfolg. Heute ist die interne Veranstaltung. Was findet denn die nächsten Tage noch alles statt? Wir haben morgen noch das Fest mit unseren Mitarbeitern, unsere 270 Mitarbeiter. Das sind eigentlich unsere Kräfte, die von außen an und für sich das Geld verdienen. Und ich denke, es ist nicht mehr als fair, dass wir mit ihnen ein grosses Fest feiern. Weil das Bestehen der Firma ist natürlich ganz klar auch das Bestehen von unseren Mitarbeitern. Und am Sonntag haben wir einen Tag von der offenen Tür. Da ist die ganze Bevölkerung eingeladen. Es ist ein Familientag mit einem grossen Rahmenprogramm, mit einer riesen Leistungsshow. Und ich denke, so können wir allen ein bisschen gerecht werden und allen ein bisschen zeigen, wer wir sind, was wir machen. Was hat sich denn jetzt in den letzten Jahren am massivsten verändert? Ja, am meisten verändert hat sich, dass es immer hektischer wird. Das Leben und das Bauen ist immer kurzlebiger. Hat natürlich auch mit der generellen Gesellschaftsorganisation zu tun, mit der Einführung von der Natel. Es wird immer kurzfristiger, kurzlebiger, es wird immer provisorischer, improvisierter. Das ist eigentlich das Grösste. Wir sind viel, viel schneller, viel, viel aktiver unterwegs. Man muss sich viel schneller wieder Gedanken machen für Neues. Man hat an und für sich fast keine Zeit mehr zum Ausruhen. An sich wird es dann nicht einfach sein, sich ständig dem Trend wieder neu anzupassen als Firma? Nein, das nicht. Wobei es ist auch nicht unser Ziel, uns am Trend anzupassen. Wir setzen Trend. Was sind denn die zukünftigen Ziele von Wilhelm Büchel AG? Unsere nächsten Ziele sind Recycling und Waschanlage, die wir bauen in Bendern. Wo wir unseren ganzen Recyclingbereich, den wir in dem Sinne jetzt noch trocken aufbereitet, nachher nass aufbereiten können. Ist eine riesengroße Innovation, die uns wieder einen Schritt vor bringt. Wir können unser Betonwerk beliefern. Wir haben eine grössere Wertschöpfung aus den Baumaterialien. Das ist ein grosses Projekt, das wir nächstens anziehen, das uns einen Schritt weiterbringt. Und die Ideen gehen uns nicht aus für die Zukunft. Jetzt erklären Sie uns noch kurz, warum ist heute Abend das Thema Rock'n'Roll hier so groß geschrieben? Ja, Rock'n'Roll ist natürlich eine Verkörperung von Amerika. Amerika, Route 66. Route 66 ziert unser Jubiläumslogo. Wir haben verschiedene Parallelen zu der Route 66, die wir sehen von unserer Unternehmung. Und ich sage, wir rocken den Baubetrieb. Was kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an die Wilhelm Büchel AG denken? Ja, also wenn ich an die Wilhelm Büchel AG denke, dann freue ich mich, dass der Wilhelm Büchel, also beziehungsweise Wilhelm Büchel AG unser Haus gebaut hat, das mir in Gamprin erstellt hat. Und dort bin ich heute noch dankbar, dass wir so eine ganz gute, tolle Leistung am Bau haben. Was denken Sie, hat die Büchel AG in den letzten Jahren zu Nummer 1 in der Region gemacht? Ja, wenn man sich hier anschaut, wie die Wilhelm Büchel AG heute aufgestellt ist,
kann man nur sagen, ein ganz, ganz grosses Kompliment. Sie decken heute so viele Sparten ab im ganzen Bausektor, sind regional aufgestellt, sind super Personal dort. Sie haben es wirklich geschafft, vom kleinen Bauunternehmer aus Bendra, Gampriz, einem regionalen Leistungserbringer, sich zu expandieren und zu erweitern. Das ist eine ganz grossartige Leistung und ich möchte auch von ganzem Herzen gratulieren. Also wir arbeiten von der Medienbüro AG, wo wir haben, mehr oder weniger intensiv mit der Wilhelm Büchel AG zusammen, in dem Sinn, dass wir Pressearbeiten machen, Reportsachen über ein Projekt, das die Wilhelm Büchel AG macht. Und das ist schon eine mehrjährige Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen. Wir haben zum Teil auch im werbemäßigen Prospekt machen können, Inserate gestalten können. Aber insbesondere bei Projekten, wo er beteiligt ist, und wir machen ja als Spezialität so Projektpräsentationen, sei das im Hochbau, Tiefbau. Und dort habe ich viel enger Kontakt mit der Geschäftsleitung und das schätze ich mir sehr. Was wünschen Sie der Firma zum 66-jährigen Jubiläum? Natürlich weitere 66 Jahre, dass es weiter so läuft und dass wir hoffentlich in 66 Jahren auch noch mal da sein werden. Wir haben eine Bankverbindung mit der Büchel AG. Wir sind gute Partner in Finanzierungsfragen und unterstützen die Wilhelm Büchel AG in ihrem Projekt, wo sie laufend während den vielen Jahren, die wir jetzt immer arbeiten, kommen miteinander erfüllen. Ich habe das Haus gebaut mit der Wilhelm Büchel AG und ich war sehr zufrieden gewesen. Das hat alles sehr gut geklappt. Wie kommt man jetzt auf die Idee, auf die Wilhelm Büchel AG zurückzugreifen? Gut, ich bin ein Gamser und Wilhelm Büchel war ja schon seit 1962 in Gams. Und darum habe ich eigentlich mit reingebaut, kann man so sagen.